Vorhänge gehen auf. Dreh kann beginnen. Wird mega lit werden, Leute. Willkommen Leute mal wieder zu einem weiteren Video. Ich bin hier gerade noch in Köln. Sachen sind schon gepackt. Gleich geht's auch schon weiter. Ich hatte gestern hier einen Videodreh, wo wir hier ein Showreel produziert haben. Sagt einfach so. Hatte ich vorher noch nie gehört. Lass sie alle reden. Denn Taten sprechen lauter als Worte. Aber damit soll es jetzt auch schon gewesen sein, denn jetzt geht's schon weiter Richtung Hamburg. Auf dem Weg nach Hamburg, in Hannover oder so, treffe ich dann auch noch Timon. Und ja, dann geht's bis Freitag nach Hamburg, also insgesamt jetzt für knapp 3 Tage. Und da werden wir unter anderem ein Musikvideo wieder produzieren. Wird, denke ich, mega nice. Wir haben mega coole Locations dafür auch rausgesucht. Ein paar Einblicke gibt es dazu dann wieder. Allerdings, Leute, ihr kennt uns, damit soll es dann noch nicht gewesen sein. Am Freitag geht es dann schon weiter Richtung Bayern wieder runter. Und dann findet da am Samstag ein weiteres Projekt statt. Dazu gibt es eventuell auch wieder ein Video. Deswegen lasst auf jeden Fall jetzt ein Abo und ein Like da, um auf jeden Fall ein Teil mit auf dieser Reise zu sein. Es sind noch so viele Sachen dieses Jahr geplant und allgemein. So viele Projekte starten noch und ja, falls ihr davon nichts verpassen wollt, jetzt ein Abo und ein Like da lassen. Jetzt aber erstmal hier aus dem Hotel auschecken, wieder relativ viel Gepäck dabei. So, Stop in Hannover, war ein bisschen ungewollt mit der Zug oder Verspätung und jetzt sitze ich hier fest, sage ich mal, muss jetzt hier eine Stunde warten. Timon habe ich deswegen auch nicht hier in Hannover treffen können, der ist jetzt schon, glaube ich, mittlerweile in Hamburg angekommen. Und ja, ich warte jetzt eine Stunde, arbeite die Stunde noch weiter. Hi, moin, servus. So Leute, mittlerweile hier in Hamburg angekommen. Und ja, Timon ist auch am Start. Und ja, wir sind jetzt hier im Hotel. Und mal schauen, was wir jetzt noch alles heute so machen. Der ganze Dreh ist erst morgen. Mittlerweile ist etwas Zeit vergangen. Wir sind jetzt hier so, ja, da hinten ist der Hafen, hier im Hintergrund ist dann auch direkt die Speicherstadt. Mega nice auf jeden Fall. Okay, jetzt auch schon der nächste Tag und ja, was steht heute so an? Wir gehen auf jeden Fall jetzt gleich erstmal frühstücken und dann checken wir auch schon heute Mittag irgendwie in das Hotel ein, wo wir dann auch unter anderem das Musikvideo drehen. Das soll wohl eine relativ coole Suite sein, direkt bei der Elbe. Die Elbphilharmonie ist, denke ich, auch relativ bekannt. Also jeder kennt das Gebäude, denke ich. Bin mega gespannt, wie das Ganze aussehen wird. Und dann treffen wir uns auch schon mit dem Künstler, besprechen alles und dann geht auch schon der Musikvideodreh los. Ja, so viel zu dem ungefähren Ablauf. Weitere Sachen dann im weiteren Verlauf des Vlogs. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, uns hier an die Alster zu setzen und werden jetzt hier erstmal frühstücken. Wir haben uns ein paar Sachen beim Bäcker geholt und ja, sieht echt nice aus, Wetter ist nice und wir essen es jetzt erstmal. Okay Leute, wir sind jetzt mittlerweile hier auch wieder, haben gefrühstückt, Sachen sind gepackt, jetzt checken wir aus und dann geht's auch zum nächsten Hotel, wo wir dann auch wieder einchecken. Müssen wir mal schauen, ob wir dann schon rein können. Wie gesagt, alle Sachen eingepackt, alles für Musikvideo stehen, LED-Stangen, Lichter und den schönen Koffer für Equipment und so weiter und so fort. Und jetzt geht's auch los, weil wir müssen ja echt raus. Während der Zeit, in der wir hier gerade noch auf Kunden warten, sehen wir jetzt einfach noch hier nochmal mit der Fähre, die zählt hier zum öffentlichen Verkehrsmittel von Hamburg. Fahren wir nochmal hier praktisch durch den Hamburger Hafen, mega nice. Ja, ist immer wieder schön in Hamburg zu sein. So, hier gerade mit allen im Warten. Auf das Zimmer, ist gerade noch nicht fertig zum Einchecken. Elbphilharmonie. Mega nice. Bist du bestand? Gespannt. Auf jeden Fall nice. So Leute, mittlerweile hier angekommen im Hotel, wo auch der ganze Dreh stattfindet. Vorhänge gehen auf. Dreh kann beginnen. Wird mega lit werden, Leute. Es wird einfach. Uff! Aussicht ist auch brutal. Auf jeden Fall Leute, ich erzähle euch jetzt einmal, wie der ganze Tag, der ganze Dreh so abgelaufen ist. Wir haben ins Hotel eingecheckt und ja, die Aussicht ist einfach unbeschreibbar. Ihr seht es auch ein bisschen noch im Hintergrund, das war wirklich einfach nur krank. Es zählt auch so mit zu den teuersten Hotels in Hamburg, was auch mega krass ist. Das Ganze ist ja auf rund 60 Quadratmetern, was uns halt auch die Möglichkeit bietet, einfach aus den unterschiedlichsten Perspektiven dann auch Sachen fürs Musikvideo aufzunehmen und auch wirklich verschiedenste Einstellungen, sag ich mal, dann auch zu probieren. Die Elbphilharmonie gibt es seit rund 3 Jahren. Mega lange Bauzeit, was sich auch immer wieder hinausgezögert hat damals. Das Ganze soll halt langfristig auch das Wahrzeichen, sag ich mal so, von Hamburg werden. Und
ja, sieht halt von außen beeindruckend aus, von innen cool aus. Ist auf jeden Fall einer der Spots in Deutschland, die, sag ich mal, schon so mittlerweile so zu den Favorite-Spots von mir, sag ich mal, zählen. So. Hamburg ist allgemein mega nice, weil es ja auch schon mehrmals in Hamburg. Wir hatten allerdings noch nicht so viel Zeit, das Ganze irgendwie kurz zu genießen, denn dann ging es auch schon los. Kurze Zeit später kam dann auch schon der Kunde mit den Jungs und ja, dann haben wir kurz alles besprochen, wie das Ganze ablaufen wird. Wir haben Equipment alles ready gemacht, alles eingestellt und dann ging der Dreh auch schon los. Dann haben wir jetzt erstmal relativ viele Aufnahmen gemacht, die, sag ich mal, für die Story wichtig sind und zwischendurch immer eingeblendet werden. Und dann haben wir halt hier in dem Hotelzimmer noch einige Performance-Aufnahmen gemacht. Dazu haben wir auch immer wieder hier das Ganze umgestellt von den Möbeln. Dann war aber auch irgendwie schon 18.30 Uhr oder so, also die Zeit lief dann extrem uns irgendwie davon. Also wir haben irgendwie um 15 Uhr oder so angefangen mit Aufbau und so und dann war irgendwie schon 18.30 Uhr halt. Und ja, dann hatten wir plötzlich Hunger und dann waren wir drin halt soweit fertig, sodass wir uns dann überlegt haben, ey, lass mal was essen gehen. Dann sind wir nach Hamburg-Altona gefahren, ist so ein Stadtteil, Stadtbezirk und sind dann dort was essen gegangen. Allerdings war die Zeit, wo wir da halt hingefahren sind, war Berufsverkehr. Das heißt, wir standen eine Dreiviertelstunde so gefühlt im Stau einfach, was halt extrem viel Zeit angekostet hat, weil wir waren ja dann noch essen, Essen dauert ja auch nochmal einen Moment, wollten wir auch entspannt essen und so. Und dann war das halt dann schon so, dass die Sonne dann schon deutlich niedriger war, als wir es eigentlich geplant hatten. Also wir wollten auch halt relativ viel auch im Sonnenuntergang halt filmen. Dann war die Sonne praktisch schon weg und dann mussten wir halt improvisieren und daraus dann halt das Beste machen. Dann haben wir halt mit zwei Autos noch auf dem Parkhausdach einige Aufnahmen halt gemacht. Und dann sind wir auch wieder schleunigst Richtung Hotel gefahren, haben dann hier kurz zwei Lichter mitgenommen und sind dann rausgegangen und haben dann noch in der Hafen City einige weitere Performance-Aufnahmen und auch ein paar B-Roll-Shots noch gemacht. Und dann war schon 0 Uhr und ja, wir haben uns vom Künstler verabschiedet. War mega erfolgreicher Dreh. Künstler war mega zufrieden und dann sind wir auch schon schlafen gegangen. Wir waren dann echt schon ziemlich geschafft. Ja, ja. Ich bin so high, bin so fly. Baby, habe keine Zeit für deinen Film. Bin so high, bin so fly. Bei diesem Nest kommt unsere Zeit, aber es prophezeit. Das war auf jeden Fall so der Dreh. Wenn ihr sehen wollt, was wir dann am nächsten Tag hier in Hamburg und so weiter dann erlebt haben, dann schaut doch einfach im nächsten Video wieder auf. Das wird jetzt parallel heute aufgenommen. Also jetzt, wo ich gerade das Ganze hier aufnehme, wird auch parallel das neue Video aufgenommen. Der Hass ist auf jeden Fall real. Deswegen, Leute, lasst auf jeden Fall ein Abo und ein Like da, um einfach nichts mehr auf dieser Reise zu verpassen. Es werden noch so viele coole Projekte in diesem Jahr folgen. Es sind noch so viele Sachen in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren geplant. Deswegen teilt es gerne, freut mich mega und wir sehen uns bei einem weiteren Video wieder. Seid immer positiv, lebt euren Traum, macht das, worauf ihr Bock habt. Bis dahin. Ciao.